Hi, herzlich willkommen in Salto. Mein Name ist Melissa und ich mache eine Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe. Ich stehe jetzt hier gerade vor meinem Arbeitgeber, der Stadtwerke Soltau. Hi Pascal, wolltest du mir zeigen, wie es da drin ausschaut? Ja, komm mit, ich zeig's dir. Hallo. Hi. Das hier ist mein Arbeitsplatz. Ich bin ja Fachinformatiker für Systemintegration im ersten Lehrjahr. Und Nick und ich schauen uns gerade diesen Plan hier über die Netzverteiler an. Cool. Was machst du hier? Ich habe meine Ausbildung hier letztes Jahr beendet, bin jetzt seit einem Jahr hier fest angestellt und kümmere mich halt mitunter in einem Team hier ums Netzwerk, bin auch ein Teil für die Auszubildenden zuständig und will mein Wissen weitergeben. Okay. Was macht man da so für Aufgaben? Also wir erweitern die Funktion des Netzwerks, wir beheben Fehler im System, in welche auftreten und schulen und beraten auch die Mitarbeiter. Also wenn sie Probleme haben mit ihrem Computer, dann sind wir zur Stelle. Okay, gehst du noch in andere Abteilungen oder ist das die einzige? Ja, ich bin neben der IT-Abteilung auch im Lager, in der Personalabteilung und im Kundencenter. Oh, Kundencenter. Magst du mich dahin bringen? Ich habe noch eine Frage dazu. Komm, ich zeig's dir. Tschüss. Gleich da vorne. Tschüss. Hi, Chiara. Hi. Na? Ich bin nicht zu sehen. Was machst du hier? Ja, ich bin ja auszubildende Industriekauffrau im zweiten Lehrjahr. Und ich bin hier im Abrechnungsservice, weil das ist so eine meiner größten Abteilungen hier. Okay, und was machst du hier genau? Wie du vielleicht gerade gesehen hast, schließe ich Verträge mit den Kunden ab und ich schicke denen auch Verträge zu, wenn sie keine Zeit haben, vorbeizukommen. Und ich führe halt auch Telefonate, weil wir hier für alle Kunden so zuständig sind. Und was machst du speziell für Aufgaben jetzt hier in der Finanzbuchhaltung? Hier ist so Rechnungen erfassen und buchen, die hier bei uns eingehen. Dann werden die natürlich auch abgelegt, gehört auch dazu. Was brauche ich denn für Voraussetzungen, wenn ich das machen möchte? So ein gewisses Zahlenverständnis ist so im kaufmännischen Bereich halt von Vorteil. Dann Teamfähigkeit, das ist bei uns wirklich ganz groß geschrieben, weil man arbeitet hier oft so mit den anderen Abteilungen bei uns im Haus zusammen und auch mit den anderen Bereichen, so der Therme oder dem Klärwerk so. Ja Mensch, wo du gerade Therme sagst. Wollen wir mal schauen, was ich so den ganzen Tag mache? Da wäre ich doch dabei. Und dann komm. Na so. Hi Julius. Hi Melissa. Was machst du, wie geht's dir? Alles gut, ich messe gerade Wassertemperatur. Gleich kommen die Gäste und das Wasser muss schön warm sein. Okay, und was machst du jetzt so genau? Ich habe gerade meine Ausbildung angefangen, als Fachangestellter für Bäderbetriebe. Meine Ausbildung dauert 3 Jahre, wenn ich aber mit Schule klarkomme, kann ich aber auch verkürzen. Und was macht man da genau für Aufgaben? Ah, ich habe verschiedene Aufgaben, viele Aufgaben. Nicht nur im Schwimmbad arbeiten, aber auch im Saunabereich, im Technikbereich. Hi Julius, was machst du da? Hi Melissa, ich kontrolliere gerade die Wasserwerte. Einmal Chlor, pH und Redox. Okay, cool. Klingt interessant. Ist das wichtig? Ja, sehr wichtig. Für die Gäste, die zu uns kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass die Wasser auch, dass die Wasserwerte auch stimmen. Was tust du? Ich muss einmal unsere Ablauf reparieren. Ist gerade verstopft. Okay, wo kommt das Wasser hin, wenn es da durchläuft? Das Wasser läuft hier ab, wird wieder gefiltert und wieder reingepumpt. Okay, cool. Apropos Abwasser. Lass mal schauen, was Marvin macht. Hi Marvin, danke fürs Sehen. Hi Melissa. Na? Ja. Was machst du hier? Wo sind wir? Ja, wir sind hier auf der Kläranlage in Soldau. Und ich mache hier die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik. Die geht 3 Jahre lang. Und ja, meine Hauptaufgaben sind halt, Abwasser wieder zu reinigen. Dann geht es halt damit los, erstmal müssen die ganzen hygienischen Stoffe aus dem Wasser herausgeholt werden. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Natürlich kann man auch verkürzen. Man hat danach Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel zum Techniker, zum Meister. Ja, ich habe hier meine Abwasserprobe geholt. Das geklärte Abwasser ist das. Und das müssen wir hier analysieren. Und das hat 2 Stunden gekocht, das muss dann ausgewertet werden. Und das wird jede Woche gemacht. Was muss ich eigentlich mitbringen? Naturwissenschaft, ich muss natürlich interessiert sein, wie Biologie, Physik, Chemie,
Natürlich auch Mathematik gehört dazu. Mhm. Sah sehr interessant aus. Boah, jetzt habe ich aber auch echt Hunger bekommen. Lass mal gucken, was Timo macht. Alles klar. Hey Timo, boah, das riecht so lecker. Was ist denn das? Das ist ein Eintopf für heute Mittag. Hast du den gemacht? Nein, ich mache ihn nicht. Das macht Manuel. Ich bin im ersten Lehrjahr. Ich bereite nur hier zu. Meine Ausbildung geht 3 Jahre. Man kann sie halt verkürzen auf 2,5 Jahre, wenn die schulischen Noten stimmen. Ich habe 2 Tage Schule. Ich habe 3 Tage dann Betrieb. Im dritten Lehrjahr ändert sich das. Dann bin ich dann 1 Tag in der Schule und 4 Tage hier im Betrieb. Frühschicht fängt um 8 Uhr an, die Mittelschicht halt um 11 Uhr und die Spätschicht um 14 Uhr. Es ist zwischendurch sehr stressig zum Mittagsgeschäft, alleine auch wenn das Restaurant voll ist, aber in der Frühschicht sind wir schon mal alle gut drauf und dann voll motiviert auf Mittag und Nachmittag weiß man, was man dann geschafft hat und es geht dann wieder weiter. Ja, apropos Mittag, ich habe Hunger. Machst du mir was fertig? Natürlich. Sehr schön. Jetzt habe ich euch ganz viel gezeigt, ihr habt vieles gesehen. Mir hat Spaß gemacht, euch bestimmt auch. Wenn ihr Lust habt auf ein innovatives, motiviertes Team, dann bewerbt euch doch einfach.